Shadow ist am Boden. Wiederhole, Shadow ist am Boden. Lieutenant Alenko mit dem Eigo-Team, Manowai, Jaito-Team, los. Wird Zeit, auf uns aufmerksam zu machen. Nicht erreichen. Sie sind außer Reichweite. Außenposten fernhalten. Alles sicher, Commander. Irgendwas stört Ihre Zielanvisierung. Wir haben einen Treffer. Lieutenant Alenko, helfen Sie Manowai. Fordern SAT-Angriffe an. Jaito, achten Sie auf Funkstationen. Alenko, können Sie was sehen? Flugzeug unterwegs zum Zielgebiet, zwecks Aufladung. Verschanzen, bevor Sie zurückkommen.
keinen Schritt weichen. Geh Ito zu mir. Shadow muss nah dran sein. Wir haben Zugang zur Basissicherheit. Sollten den Alarm von hier aus ausschalten können. Vielleicht könnten wir sogar Alarm an der entlegenen Seite der Basis auslösen. So könnten wir uns die Wachen vom Hals schaffen. Allerdings könnte das dann auch zu viel werden für Lieutenant Alenko und die Salarianer. Alenko kann noch ein paar mehr übernehmen. Das würde das Aufkommen der Wachen in der Basis minimieren. Zu Befehl, Kommando. Ich hoffe, Alenko passt auf. Hallo? Ist da jemand? Kroganische Verstärkung! Ihr Ito, halten Sie die Stellung! Wir wurden in die Zange genommen! Sie sind kein Geht und Sie tragen auch keinen Laborkittel. Dann bin ich wohl froh, Sie zu sehen. Lieutenant Gantor Imnes vom 3. Infiltrationsregiment, während der Aufklärung gefangen genommen. Ich vermute, die Flotte wurde herbeordert, um die Basis zu zerstören. Der Funkspruch war undeutlich. Die Flotte wird nicht kommen. Verstehe. Dann müssen Sie das Infiltrationsteam sein. Ich kenne den Captain.
Er wird wollen, dass die Einrichtung zerstört wird. Mein Team wurde verändert, indoktriniert. Er wusste von der Brutstätte. Aber die Indoktrination ist eine größere Bedrohung und weitaus furchterregender. Ich musste mit ansehen, wie gute Leute in hirnlose Hülsen verwandelt wurden. Es war nichts mehr von ihnen übrig. Andere starben während der Experimente. Und ich beneide sie darum. Ich öffne Ihnen die Zelle, aber danach sind Sie auf sich allein gestellt. Sehen Sie nicht zurück. Vielleicht können Sie der Detonation entkommen, hm? Eine bessere Chance als die, die ich hatte, bevor Sie auftauchten. Danke, Mensch. Und viel Glück. Sie werden es brauchen. Was wollen Sie? Ich habe Ihnen alles gesagt. Wer sind Sie? Allianz, nicht wahr? Ich wusste, jemand würde kommen. Es hat versucht, mich zu brechen, aber ohne Erfolg. Ich habe es ausgesperrt. Beruhigen Sie sich. Ich muss wissen, woher Sie kamen. Private Maynard Sabot. Vom 3. Infiltrationsregiment, STG, Sir. Wurde vor 6 Tagen während der Aufklärung geschnappt. Sehr gern, Sir. Diese Bastarde fragen nie irgendwas. Immer zu flüstern und schubsen und schneiden sie. Ich hätte alles gesagt, nur um rauszukommen und Rache nehmen zu können. Ist doch wohl nicht zu viel verlangt, oder? Rache? Können Sie mir helfen, oder muss ich Sie hier raustragen? Ich werde Ihnen jeden Schritt des Weges Rückendeckung geben. Ich will einfach nur hier raus und weg von diesem unaufhörlichen Flüstern. Es ist jetzt schon seit Tagen zu hören. Hier stimmt was nicht, Shepard. Wenn wir ihn nicht rauslassen, ist er so gut wie tot. Sie müssen was tun. Irgendwas. Ja, mich hier zu lassen wäre nicht cool. Gar nicht gut. Es ist so eng und der Lärm hört einfach nicht auf. Flüstern kann laut sein, wissen Sie? Ich muss hier raus. Lassen Sie mich raus. Ich kann das Risiko nicht eingehen. Kann das Risiko nicht eingehen? Auf keinen Fall. Ich muss tun, was sie sagt. Ich muss. Lassen Sie mich raus. Lassen Sie mich raus! Lassen Sie mich...
Und darin. Nein, zurück. Diese Arbeit ist nicht. Das ist die glorreiche Rettung meiner Spezies. Sie werden die Arbeit verrichten, die wir hier begonnen haben. Ich will einfach nur hier raus, bevor es zu spät ist. Ich werde Ihnen nicht wehtun. Wer sind Sie? Rana Thanoptis, Neurospezialistin. Aber dieser Job ist es nicht wert, dass man für ihn stirbt. Oder Schlimmeres. Glauben Sie, die Indoktrination beschränkt sich nur auf Gefangene? Früher oder später wird Saren auch versuchen, mein Hirn zu zerschneiden. Nennen Sie mir einen Grund, warum ich Ihnen helfen sollte. Ich kann Ihnen helfen. Dieser Lift hinter mir führt zu Sarens Privatlabor. Ich kann Sie reinbringen. Sehen Sie? Voller Zugang. Sämtliche Privatdateien von Saren. Sind wir jetzt quitt? Kann ich gehen? Was haben Sie hier studiert? Dieses Schiff, die Sovereign. Es sendet eine Art Signal aus. Nicht nachweisbar, aber vorhanden. Ich habe die Wirkungen gesehen. Saren benutzt sie, um seine Anhänger zu beeinflussen, zu kontrollieren. Man nennt das Indoktrination. Dem Signal direkt ausgesetzt zu sein, bewirkt, dass man sich in einen hirnlosen Sklaven verwandelt, wie die salarianischen Testsubjekte. Aber es gibt auch Kollateralschäden. Ich werde diesen Ort zur Hölle und zurücksprengen. Wenn Sie lebendig hier rauskommen wollen, sollten Sie lieber die Beine in die Hand nehmen. Was? Sie können nicht? Ich werde nie... Oh. Oh. Ich habe es genossen. Commander, sehen Sie doch. Noch ein Sender. Wie der auf Eden Prime.
Ich habe das Gefühl, als ob bald was Schlimmes passieren wird. Sie sind's nicht, Saren. Was ist das? So eine Art VI-Schnittstelle? Rudimentäre Kreaturen aus Fleisch und Blut. Sie stimulieren meinen Verstand, wie sie im Dunkeln stochern und unfähig sind zu verstehen. Ich bezweifle, dass es eine VI ist. Es gibt eine Existenzdimension, die so weit von ihrer eigenen entfernt ist, dass sie sich nicht vorstellen können. Ich bin jenseits ihrer Vorstellungskraft. Ich bin Saren. Saren ist nicht nur ein Reaper-Schiff, das Saren gefunden hat. Es ist ein Reaper. Reaper. Eine Bezeichnung, die die Porteaner erfanden, um der Zerstörung einen Namen zu geben. Aber letztendlich ist es irrelevant, wie sie uns nennen. Wir sind einfach. Die Proteaner verschwanden vor über 50.000 Jahren. Sie können nicht dabei gewesen sein, das ist unmöglich. Organisches Leben ist nichts weiter als eine genetische Mutation. Ein Unfall. Ihr Leben wird in Jahren und Dekaden gemessen. Sie verwelken und sterben. Wir sind ewig. Die Spitze der Evolution und Existenz. Verglichen mit uns sind sie nichts. Ihre Ausrottung ist unausweichlich. Wir sind das Ende von allem. Ganz egal, wie Ihr Plan aussehen mag, er wird scheitern. Dafür werde ich sorgen. Zuversicht geboren aus Unwissenheit. Der Zyklus kann nicht durchbrochen werden. Zyklus? Was für ein Zyklus? Das Muster hat sich bereits öfter wiederholt, als Sie es begreifen können. Organische Zivilisationen erheben sich, entwickeln sich, schreiten voran. Und am Gipfel ihres Ruhms werden sie ausgelöscht. Die Porteaner waren nicht die Ersten. Sie waren es nicht, die die Zitadelle erschufen. Sie waren es nicht, die die Massenportale schmiedeten. Sie fanden sie einfach. Die Hinterlassenschaft meiner Art. Warum sollten sie die Massenportale bauen, nur um sie von jemand anderes finden zu lassen? Ihre Zivilisation basiert auf der Technik der Massenportale. Unsere Technik. Indem sie sie nutzen, entwickelt sich ihre Gesellschaft auf dem Weg, den wir für sie vorgesehen haben. Wir zwingen dem Chaos der organischen Evolution eine Ordnung auf. Sie existieren, weil wir es ihnen erlauben. Und sie werden enden, weil wir es fordern. Sie ernten uns ab! Sie lassen uns so weit entwickeln, wie sie es wollen, und dann löschen sie uns aus! Sie sind nicht mal lebendig. Nicht wirklich. Sie sind nur eine Maschine, und Maschinen können zerstört werden. Ihre Worte sind so leer wie ihre Zukunft. Ich bin die Vorhut ihrer Zerstörung. Dieser Austausch ist jetzt beendet. Commander, wir bekommen Ärger. Schießen Sie los, Joker. Dieses Schiff, die Saren, sie bewegt sich. Keine Ahnung, was sie da unten gemacht haben, aber das Ding hat gerade eine Wende gemacht, die jedes unserer Schiffe entzweigerissen hätte. Sie kommt in ihre Richtung, und zwar schnell! Sie müssen fertig werden, schnell! Das Ding ist Schrott. Befehle, Commander? Brechen wir auf zur Brutstätte. Joker kann uns einsammeln, sobald wir die Bombe gesetzt haben.
kehren um! Shepard muss sich dem Ziel nähern! Gehito, lassen Sie sie hier! Machen Sie einen Bogen um sie um! Der Geschützturm könnte einige Bösewichter in der Normandie hinterlassen. Unseren Angriff auf das andere. Das ist das Geschütz. Wir müssen die Gate vernichten und die Sprengladungen anbringen.
Sprengladungen sind angebracht und bereit. Alle Mann auf den Boden und Kopf runter. Woo! Gut gemacht. Eine Sache weniger, um die wir uns Sorgen machen müssen. Commander, ich bringe uns rein. Ich nähere mich der Stelle, soweit ich kann. Bombe ist in Position. Wir sind hier alle Commander, hören Sie mich! Die Atombombe ist fast bereit, Lieutenant. Gehen Sie zum Treffpunkt. Nein, Commander. Die Geht haben uns am Flakturm festgenagelt. Wir erleiden schwere Verluste. Captain Kirahe ist tot. Wir werden es nicht rechtzeitig zum Treffpunkt schaffen. Halten Sie durch. Wir kommen Sie holen. Negativ. Stellen Sie einfach sicher, dass die Bombe scharf ist. Wir halten Sie so lange zurück, wie wir... Schon okay, Commander. Ich brauche ein paar Minuten, um die Bombe vollständig scharf zu schalten. Holen Sie sie und kommen Sie dann wieder her. Hoch zum Flakturm. Los!
Verstärkung. Wir beeilen uns lieber. Chief, wir haben soeben ein Schiff entdeckt, das zu Ihnen unterwegs ist. Es ist bereits hier und spuckt immer mehr Gate aus, die Detonationsstelle überfluten. Warten Sie, Chief. Ich komme und hole Sie da raus. Negativ. Es ist zu spät für uns. Es sind einfach zu viele. Ich aktiviere die Bombe. Was zum Teufel machen Sie da, Williams? Ich stelle sicher, dass die Bombe hochgeht. Unter allen Umständen. Erledigt, Commander. Holen Sie den Lieutenant und verschwinden Sie dann schleunigst. Das werden Sie nicht. Wir können auf uns selbst aufpassen. Gehen Sie zurück und holen Sie Williams. Alenko, funken Sie Joker an und sagen Sie ihm, er soll uns am Flakturm treffen. Ja, Commander. Ich... Sie wissen, dass es die richtige Entscheidung ist, Lieutenant. Bleiben Sie am Leben. Ich werde Sie holen kommen, Ash. Wir beide wissen, dass das nicht passieren wird, Commander. Volle Ablenkung, Shepard. Meine Gate waren hundertprozentig überzeugt, dass die Salarianer die wahre Bedrohung waren. Aber natürlich war alles umsonst. Ich kann nicht zulassen, dass sie zerstören, was ich hier erreicht habe. Sie können ja gar nicht verstehen, was wirklich auf dem Spiel steht. Warum tun sie das? Sie haben die Visionen durch die Sender gesehen, Shepard. Sie ganz besonders sollten verstehen, wozu die Reaper fähig sind. Man kann sie nicht aufhalten. Verzetteln Sie sich nicht mit sinnlosen Revolten. Opfern Sie nicht alles für ein bisschen Freiheit. Die Proteaner versuchten zu kämpfen und wurden ausgelöscht. Trillionen Tote. Und wenn Sie sich den Eindringlingen gebeugt hätten, würden die Proteaner dann noch existieren? Ist Unterwerfung nicht besser als Auslöschung? Ich würde eher sterben, als unter der Knechtschaft solcher Maschinen zu leben. Jetzt verstehen Sie sicher, warum ich das dem Rat verschwiegen habe. Wir organischen Lebewesen werden von Emotionen statt von Logik vorangetrieben. Wir kämpfen selbst dann noch, wenn wir wissen, dass wir nicht gewinnen können. Aber wenn wir mit den Reapern zusammenarbeiten, wenn wir uns nützlich machen, wie viele Leben könnten dann gerettet werden? Als ich das verstanden habe, schloss ich mich Sovereign an. Obwohl mir die Gefahr bewusst war. Ich hatte gehofft, diese Einrichtung würde mich schützen. Sie und jeder andere bedauernswerte Bastard hier. Ein Instrument, das Sovereign benutzen und dann wegwerfen kann. Ich habe die Effekte der Indoktrination studiert. Je mehr Kontrolle Sovereign ausübt, desto weniger eigenbestimmt wird das Subjekt. Das ist meine Rettung. Sovereign braucht mich, um die Röhre zu finden. Mein Verstand gehört mir. Noch. Aber die Transformation vom Verbündeten zum Diener geschieht schleichend. Ich werde nicht zulassen, dass es mir passiert. Ich bin nicht wie Sie. Ich sterbe lieber im Kampf, als Sklave zu leben. Ich mache das nicht für mich. Erkennen Sie es denn nicht? Sovereign wird Erfolg haben. Es ist unausweichlich. Mein Weg ist der einzige Weg, wie wir überleben können. Ich schmiede eine Allianz zwischen uns und den Reapern, zwischen organischem Leben und Maschinen.
Und auf diese Weise rette ich mehr Leben, als je existiert haben. Aber sie würden mein Werk rückgängig machen. Sie würden unsere gesamte Zivilisation zum Untergang verdammen. Und dafür müssen sie sterben. Alle festhalten! Wir haben Ashley verloren. Das ist eine Katastrophe. Warum konnten wir sie nicht retten? Williams kannte die Risiken. Sie hat ihr Leben für unseres geopfert. Aber warum ich? Warum nicht sie? Sie trifft keine Schuld, Alenko. Ich musste eine Wahl treffen und ich habe mich für sie entschieden. Aber wenn ich meinen Job besser gemacht hätte, wäre diese Entscheidung vielleicht nicht nötig gewesen. Es war nicht ihre Schuld und es war nicht meine Schuld. Dafür ist ganz allein Saren verantwortlich. Jawohl, Sir. Wir werden ihn aufhalten. Commander, entschuldigen Sie die Störung, aber ich möchte etwas vorschlagen. Ich denke, dass der Sender, den Sie in Sarens Basis gefunden haben, dem Sender von Eden Prime ähnlich ist. Vielleicht haben Sie noch mehr Teile Ihrer Vision empfangen. Ich könnte Ihnen helfen, all diese Teile zusammenzusetzen. Dann wollen Sie wieder unser beider Bewusstsein verbinden. Na gut, nur zu. Entspannen Sie sich, Commander. Umarmen Sie die Ewigkeit. Ich hätte nicht erwartet, dass die Bilder so real sein würden, so intensiv. Ich brauche etwas Zeit, um mich zu sammeln. Konnten Sie etwas aus den Visionen herauslesen? Es ist ein Notruf. Eine Warnung, die durch das ganze Proteanische Reich gesendet wurde. Eine Warnung vor den Reapern. Aber sie kam zu spät. Was ist mit der Röhre? Es gab noch andere Bilder. Orte. Orte, die ich von meiner Forschung her kenne. Eilos. Die Röhre ist auf Eilos. Deswegen musste Saren das Mu-Portal finden. Das ist der einzige Weg, um nach Eilos zu gelangen. Wir müssen nach Eilos. Keine Chance. Das Mu-Portal befindet sich mitten im Terminus-System. Allianzschiffe sind dort nicht willkommen. Speck das allerdings auch nicht. Die Röhre ist auf Eilos. Dorthin ist Saren unterwegs und dort werde ich bereits auf ihn warten. Sarens ganze Flotte wird im Orbit von Eilos warten. Ohne Verstärkung kommen sie niemals auf die Oberfläche. Sie müssen den Rat benachrichtigen. Wir brauchen eine Flotte, um... Oh, tut mir leid. Diese Verbindung ist sehr anstrengend. Ich sollte mich auf die Krankenstation begeben und mich etwas hinlegen. Wir sind hier fertig. Wegtreten.
Commander, in diesem Sektor gibt es eine Kombarke. Ich kann uns da einloggen, wenn Sie einen Bericht an den Zitadellrat senden wollen. Wir könnten Sie vor der Sovereign warnen. Loggen Sie uns ein, Joker. Sie müssen es erfahren. Übermittlung gestartet. Commander Shepard, es freut mich sehr, dass Ihre Mission auf Würmeier ein Erfolg war. Saren ist schon ohne die Unterstützung einer Armee Krogana ein harter Gegner. Die Krogana hätten sich in den Dienst der Sovereign gestellt. Sie gehört zu den Reapern. Ja, wir haben davon in Ihrem Bericht gelesen. Die Sovereign. Eine bewusstseinsfähige Maschine. Eine echte künstliche Intelligenz. Das sind beunruhigende Nachrichten, falls sie korrekt sein sollten. Die Sovereign ist ein Reaper. Saren hat es zugegeben. Er spielt mit Ihnen, Shepard. Saren hat immer noch Kontakt zur Zitadelle. Vielleicht hat er Ihre früheren Berichte gesehen, in denen Sie von den Visionen berichtet haben. Und von den Reaper. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Saren falsche Informationen nutzt, um sie aus der Fassung zu bringen. Unser Geheimdienst hat keinerlei Informationen gefunden, die diese These belegen. Ich habe Sie bereits früher vor Saren gewarnt. Sie haben mir nicht geglaubt. Und das haben wir jetzt davon. Ich glaube, Sie Menschen haben eine Redensweise, die besagt, dass selbst eine beschädigte Uhr zweimal am Tag richtig geht. Früher oder später werden Sie glauben müssen, was ich sage, Botschafter. Versuchen Sie, es aus unserem Blickwinkel herauszusehen, Commander. Saren ist eine Bedrohung, die wir kennen. Diese Reaper aber existieren nur in ihren Visionen. Unsere Entscheidungen betreffen das Leben von Billionen. Wir können nicht gemäß den Anschuldigungen einer einzigen Person handeln. Auch nicht, wenn diese Person ein Spectre ist. Wir brauchen fundierte Beweise. Der Rat kann in diesem Fall kein offizielles Vorgehen veranlassen. Für solche Fälle haben wir die Spectres gegründet. Sie haben die Autorität, nach ihrem eigenen Ermessen zu handeln. Wenn Sie glauben, dass die Sovereign die wahrhafte Bedrohung ist, dann leiten Sie alle Schritte ein, um sie aufzuhalten. Und Saren. Viel Glück, Commander. Wir alle vertrauen Ihnen. Ich habe das Missionsupdate an die Zitadelle übermittelt, Commander. Sie haben uns die Verstärkungen bestätigt. Botschafter Udina wartet auf der Zitadelle auf unseren Bericht. Der Rat stellt eine große völkerübergreifende Flotte gegen Saren und die geht zusammen. Zurück zur Zitadelle, Joker. Ich will, dass die Normandy diese Flotte anführt. Jawohl, Sir. Gute Arbeit, Shepard. Dank Ihnen geht der Rat endlich wirklich gegen Saren vor. Der Botschafter hat recht. Wenn Saren dumm genug ist, die Zitadelle anzugreifen, wie Sie meinen, werden wir dort auf ihn warten. Wir stationieren Patrouillen bei jedem Massenportal, das die Zitadelle mit den Terminus-Systemen verbindet. Glauben Sie etwa, eine Blockade wird ihn aufhalten? Er sucht auf Eilos jetzt gerade nach der Röhre. Was wollen Sie dagegen machen? Eilos ist nur vom Mu-Portal aus zu erreichen. Tief in den Terminus-Systemen, Commander. Wenn wir eine Flotte reinschicken, wird es auf Krieg hinauslaufen. Commander, wir müssen Diskretion bewahren. Sarens größte Waffe war Geheimhaltung. Entdeckt ist er keine Gefahr mehr. Es ist vorbei. Wenn Saren die Röhre findet, sind wir alle erledigt. Wir müssen nach Eilos. Botschafter Udina, ich habe das Gefühl, Commander Shepard will noch nicht aufgeben. Das hier hat ernste politische Auswirkungen, Shepard. Die Menschheit hat durch Sie viel gewonnen. Aber jetzt werden Sie langsam zu einem Problem. Sie Mistkerl! Sie wollen uns verraten! Reine Taktik, Commander. Sie haben Ihre Arbeit gemacht, jetzt lassen Sie mich meine tun. Wir haben alle Primärsysteme der Normandy ausgeschaltet. Sie bleiben bis auf Weiteres am Boden. Sind Sie verrückt? Nach allem, was ich getan habe, glauben Sie mir immer noch nicht?
Ich glaube, es wird Zeit, dass Sie und Ihr Team hier verschwinden, Commander. Das geht Sie nichts mehr an. Der Rat wird sich darum kümmern. Mit meiner Hilfe, selbstverständlich. Commander, ich habe eine Nachricht von Captain Anderson für Sie. Was will er denn? Er sagte nur, dass er Sie in diesem Club in den Zivilbezirken treffen will. Im Flux. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando.